Herzlich willkommen zum zweiten Part von Hitman, also ja, also zum zweiten Part von Marrakesch. Ja, das letzte Mal haben wir hier Klaus Hugo Strandberg eliminiert. Jetzt kommt Razor, sei dann. Boah, dann gehe ich jetzt so rum wieder hier runter, wie ich auch hochgegangen bin. Und ich habe herausgefunden, wenn man speichert und man ist offline, dann muss man auch, ja, dann schmeißt es dich automatisch wieder zu offline, wenn du einen Spielstand von offline lädst. Ja, dann such dir doch einen anderen Job. Moin. Keinen gesehen. Komme ich jetzt eigentlich von außen? Ja, von innen durch. Moment, was ist eigentlich hier drin? Eine Schere. Nein, ich komm. Ah. Der kommt auch so einfach rein. Perfekt. Wieso ich das jetzt gemacht habe? Keine Ahnung. Einfach so. Das ist meine. Wo ist mein Schraubenschlüssel? Der hat sich schön auf den Stuhl gesetzt. Versteht zwar jetzt nicht so ganz, was mir das bringen soll. Aber ja. Wieso? Komme ich nicht auf die Idee? Einfach mich hier nochmal umzuziehen. Sondern suche hier irgendeinen Ausweg, aber nicht sowas Einfaches. Also, um zu den Typen zu kommen, der ist ja, ja, Junge. Der ist am Arsch der Welt. Der ist gerade Glas zerschippert. Ich schippe euch gerade mal kurz alle zur Seite. Dich auch. Ja, komm, einfach mal straight zu dem laufen. Mal kurz speichern. Da speichern. Jetzt fertig, perfekt. Kann ich ja jetzt eigentlich rein? Okay. Dann probieren wir es so, wie ich es auch im ersten Part probiert habe. Wenn der sich umdreht, direkt. Das ist dumm. Denn hier gibt's nie. Ah, doch, gibt's. Aber da muss der auch erst weg. Jetzt. Ach, komm. Ist das dein Ernst? Du rauchst da ein und jetzt hier. Bist du kaputt vom ganzen Laufen oder was? Dass ihr gleich nochmal eine ragen müsst. Oh je, Junge.
Wieso kommt der denn jetzt wieder zurück? Wieso? Nicht gleich so. Nein, 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 Das ist der Einzige, der mich hier verdächtigt. Dann so viel dazu. Ja. Das war jetzt auch nicht schwer. Moin Brechstange. Hier ist halt gut, hier verdächtigt mich keiner. Und ich glaube da drin, also hier ist die Drucker. Ja. Was? Der verdächtigt mich jetzt nicht? Junge, ich dachte, er hat mich so hart verdächtigt. Weißt du was? Ich speichere hier. Und versuch's einfach mal, ne? Wieso sollte der mich verdächtigen? Gelegenheit verpasst, was? Eine Gelegenheit ist aufgrund einer geänderten Situation nicht mehr verfügbar. Mit dieser Gelegenheit verknüpfte Geizcharaktere und Unterhaltungen sind nicht mehr verfügbar. Oh. Ja, tut mir ja leid. Ein Glück, ich habe nochmal gespeichert, aber... Wer soll dich denn das wissen? Das ist unfair. Ich muss mich als Officer verkleiden. Ach, wait a minute, meine Gelegenheit ist da hinten. Ich wollte schon sagen, wenn der mich jetzt nicht sieht, ist es peinlich. Jetzt ist er auch nicht da, jetzt ist er auch nicht da, jetzt ist er auch nicht da, jetzt ist er auch nicht da. Perfekt. Habe ich in seinem Schädel mein Ziegelstein zertrümmert. Damit Ziegelstein. Und der ist ja jetzt in dem Raum nur noch alleine. Habe ich recht? Das heißt, ich kann den ganz einfach mit dem Spielzeugpanzer umlegen. Wait a minute.
Der ist hier unten. Willst du mir sagen, der ist hier unten? Der ist da. Kommt der eine Treppe? Kommt der die Treppe runter oder? Der war ja jetzt auf einmal bei mir. Spielzeugpanzer, komm her. Auf ein neues. Nur halt. Sehr viel früher. Spam, 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 patsch. Und verkleiden. Nach jeder kleinen... Nach jeder Kleinigkeit speichern. Ach. Wegschicken. Als Gefangener setzen Sie sich auf den Stuhl. Weißt du was, ich speichere einfach nur nochmal hier, weil ich keinen Bock habe, den nochmal wegzuschicken und dann die Katze hin. Also was für Katze hin, sondern... Ja, ist es. Was für ein Ziegel? Ein Ziegel. Ich muss die Waffe droppen, mich als den verkleiden und perfekt. Nochmal speichern, aber dann hier. So. Und jetzt? Was für feindliches Gebiet. Das Warten zahlt sich aus. Ja. Redet er gerade mit dem? Die sollen mich jetzt abholen? Wieso höre ich jetzt mich so doll atmen? Na nee, ich schnarche. What? Junge. Das Schnarchen klang sau ekelhaft. Einfach nur, damit es gefährlich aussieht. Gib mir den Spitzenpanzer. Da fehlen mir auch Schlüssel, oder? Fehlender Schlüssel. Ah, ich habe keinen fehlenden Schlüssel. Jetzt bin ich da, wo ich angefangen habe. Lol. Der lämste Ausgang. Aber egal. We did it. Boys and girls. We did it. Und das ist jetzt wieder eine 50 Stunden Aufnahme. Minuten maximal. Und bin halt offen gestellt, ne? Oi. 2 months later. Ich mach mein Mikro aus. I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands 2 keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors.
comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. Die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives. Like you. Dig a trench, Director. And make it a deep one. Because none of you are safe anymore. Perfekt. Bewertung 5 Flammen. Sterne sind es ja nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Von ersten und zweiten Part, keine Ahnung, wer das alles guckt. Und ja, ne, bis zum nächsten Mal und ciao.